Variante im Test Bluthochdruck. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel. Medikamente bewertet und ich lese Therapie im Überblick, hoher Blutdruck ohne Begleiterkrankungen. So heißt der Abschnitt im Kapitel Medikamente bewertet. Für den direkten Vergleich sind die bewerteten Wirkstoffe nachfolgend von geeignet in Klammern grün bis wenig geeignet in Klammern rot sortiert. ACE-Hämmer: Benazapril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosonopril, Lisinopril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Trandolapril. Geeignet bei hohem Blutdruck, die sind alle grün. ACE-Hämmer gehören zu den Mitteln der Wahl bei hohem Blutdruck. Sie verringern das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben. Auch tragen sie bei Menschen mit einem erhöhten Risiko für eine Nierenschwäche zur Aufrechterhaltung der Nierenfunktion bei. Danach kommt ein Fall zu Thiazide. Thiazide: Chlortalidon, Hydrochlorthiazid, Idapamid. Geeignet bei hohem Blutdruck. Die sind auch alle grün. Thiazide sind die am besten untersuchten Medikamente bei unkompliziertem Bluthochdruck. Sie verringern das Risiko für Folgeerkrankungen, besonders für Herzschwäche, Herzinfarkt und Schlaganfall. Auch senken sie die Sterberate. Danach kommt ein Pfeil zu 2 Diuretika. Bendroflometiazid plus Amylorid, Hydrochlorothiazid plus Amylorid, Bemetizid plus Triamethrin, Hydrochlorothiazid plus Triamethrin. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn der durch Thiazide verursachte Kaliumverlust begrenzt werden soll. Alles grün. Durch Thiazide, in Klammern Bendroflometiazid, Bemetizid, Hydrochlorthiazid, wird vermehrt Kalium mit dem Urin ausgeschieden. Kombinationen mit kaliumsparenden Diuretikern wie Amylorid und Triamethrin können diese Verluste begrenzen. Hydrochlorothiazid kombiniert mit Amylorid verschlechtert zudem den Zuckerstoffwechsel nicht, was bei Hydrochlorothiazid alleine vorkommen kann. Dann kommt ein Fall zu Spironolacton. So, ich muss gerade mal eine Pause machen und ein Stück Kaffee trinken. Spironolacton, geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser auf eine Überproduktion des Hormons Aldosteron zurückgeht oder auch mit einer Kombination aus 3 Blutdrucksenkern nicht ausreichend gesenkt werden kann. Wenn in der Nebenniere zu viel Aldosteron gebildet wird, hält der Körper vermehrt Wasser zurück und der Blutdruck steigt. Bei dieser speziellen Form von Bluthochdruck ist Spironolacton wirksam. Es hat sich außerdem bewährt, wenn der Blutdruck besonders schwer einstellbar ist, selbst wenn Aldosteron nicht erhöht ist. Ist übrigens noch grün. So. Dann kommen Sartane. Sartane gibt es in grün, hellgrün und gelb. Grün ist Candesatan, Eprosatan, Irbesatan, Losatan, Telmisatan, Valsatan. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Sartane sind den schon länger bewährten ACE-Hämmern wahrscheinlich gleichwertig. Ein Langzeitnutzen ist aber bislang nicht bei allen Sartanen gleich gut untersucht und belegt. Kommt es unter der Behandlung mit ACE-Hämmern zu einem unangenehmen Reizhusten,
können alternativ die als geeignet bewährten Satane eingesetzt werden. In Hellgrün, Acylsatan, auch geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden, noch wenig erprobtes Mittel. Acylsatan ist als auch geeignet eingestuft, weil es erst wenig erprobt ist und kein Zusatznutzen gegenüber dem bewährten und als geeignet bewerteten Satan belegt ist. In Gelb, Olmesatan. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, wenn ACE-Hämmer zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens nicht vertragen werden. Olmesatan wirkt nicht besser als andere Satan, es gibt aber Hinweise auf eine schlechtere Verträglichkeit. Dass Olmesatan vor den Folgen von hohem Blutdruck mindestens ebenso gut schützt wie die anderen Satane, ist nicht belegt. Andererseits sind bei Langzeitanwendungen häufiger schwere Durchfälle aufgetreten, bei denen sogar ein Krankenhausaufenthalt notwendig wurde. Hinweise auf Schadwirkungen wiegen bei einer unklaren Einschätzung des Nutzens besonders schwer. So, dann gibt es einen Pfeil zu den Calcium-Antagonisten. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Calcium-Antagonisten. Amlodipin, Nitrendipin, die sind geeignet bei hohem Blutdruck und deshalb grün. Amlodipin und Nitrendipin verringern das Risiko einer koronaren Herzkrankheit oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Amlodipin und Nitrendipin verringern das Risiko, eine koronare Herzkrankheit oder einen Herzinfarkt zu bekommen und ebenso die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben. Sie senken außerdem die Rate von Schlaganfällen, wohingegen sie weniger gut vor einer Herzinsuffizienz schützen. Und dann gibt es hier in Grün und Gelb Diltiazem, Felodipin, Isradipin, Lercanidipin, Mandipin, Nifidipin mit verzögerter Freisetzung, Nilvadipin, Nisoldipin und Verapamil. Und grün ist das bei geeignet bei hohem Blutdruck in Kombination mit anderen Wirkstoffen, zum Beispiel Diuretika, ACE-Hämmer. Und gelb, mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck als alleiniges Präparat, wenn geeignete Mittel nicht eingesetzt werden können. Folgeerkrankungen werden nur in geringerem Ausmaß vermieden oder dies wurde bisher nicht ausreichend untersucht. Bei allen anderen Calcium-Antagonisten ist der Schutz vor Folgeerkrankungen weniger ausgeprägt oder es liegen keine entsprechenden Studien vor. Sie sollten nur in Kombination mit einem weiteren Wirkstoff, in Klammern Diuretikum ACE-Hämmer, eingesetzt werden. Und jetzt geht es weiter mit einem roten Präparat, Nifedipin mit schneller Freisetzung. Wenig geeignet bei hohem Blutdruck für die Dauerbehandlung, weil es sich um einen kurzwirkenden Calcium-Antagonisten vom Nifedipin-Typ handelt und das Mittel nicht retardiert ist. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Ereignisse. Die nicht retardierten Zubereitungen von Nifedipin sind bei der Dauerbehandlung des hohen Blutdrucks generell wenig geeignet, weil sie zu kurz wirken und der Verdacht besteht, dass sie ein erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt bergen. So, es geht weiter. Und da führt der nächste Fall hin zum Beta-Blocker. Den gibt es in Grün und ganz oft in Gelb. Boah, das geht noch. Drei Seiten so weiter. Beta-Blocker. Grün. Atenolol, Bisoprolol,
Carvedilol, Metoprolol, Nebivolol. Geeignet bei hohem Blutdruck unter 60 Jahren, insbesondere bei schnellem Herzschlag. Und jetzt gelb. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen. Wenig geeignete Einzelmittel, wenn geeignete Einzelmittel nicht in Frage kommen. Folgeerkrankungen werden nur in geringerem Ausmaß vermieden. Beta-Blocker senken den Blutdruck und verlangsamen den Herzschlag. In Studien konnten sie eine Abnahme von Komplikationen von hohem Blutdruck bewirken. Bei Personen unter 60 Jahren können sie als Monotherapie eingesetzt werden, insbesondere wenn das Herz zu rasch schlägt. Bei Personen über 60 Jahren sind sie als alleinige Mittel zur Blutdrucksenkung nur eingeschränkt empfehlenswert. So. Betaxolol, gelb. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelwirkstoffe nicht eingesetzt werden können. Ob Folgeerkrankungen vermieden werden, ist noch nicht ausreichend nachgewiesen. Betaxolol ist trotz langer Marktzugehörigkeit wenig erprobt. So ist ungeklärt, ob das Mittel ebenso wie die bewährten und schon lange eingesetzten Blutdrucksenker Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern kann. So, ich mache mal gerade eine kurze Pause. Celiprolol, gelb. Mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelmittel nicht in Frage kommen. Das Mittel ist trotz langer Marktzugehörigkeit wenig erprobt. Auch zu Celiprolol liegen bisher keine Studien vor, die eine Nutzen-Schaden-Abwägung zulassen. Ob Folgeerkrankungen vermieden werden, ist noch nicht ausreichend nachgewiesen. Propranolol. Mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck ohne Begleiterkrankungen, wenn geeignete Einzelmittel nicht in Frage kommen. Folgeerkrankungen werden nur in geringem Ausmaß vermieden. Propranolol ist ein nicht selektiver Beta-Blocker, der die Atemfunktion beeinträchtigen kann. Dies sollten Sie vor allem mit Asthma berücksichtigen und andere Beta-Blocker bevorzugen. So. Der nächste Fall zeigt auf Aliskiren und das ist gelb. So langsam wird es warm hier. Und dann bin ich auch schon fast durch. Es ist nur noch die Seite 148. Und dann ist auch gut für heute. Aliskiren. Mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, wenn geeignete Einzelsubstanzen nicht eingesetzt werden können. Bislang fehlen Studien, die zeigen, dass Folgeerkrankungen seltener auftreten oder die Sterberate verringert wird. Aliskiren senkte in direkten Vergleichsstudien gegen anderen Standard-Blutdrucksenker den Blutdruck ebenso gut wie etwa das Diuretikum Hydrochlorothiazid, der ACE-Hemmer Ramipril oder das Satan-Valsartan. Es ist aber noch nicht belegt, dass dadurch Herzinfarkte und Schlaganfälle selten auftreten oder die Lebenserwartung steigt. Nächster Fall auf gefäßerweiternde Mittel.
Dihydralazin, mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, nur in Kombination mit anderen Mitteln, wenn der Blutdruck mit geeigneten Einzelsubstanzen oder deren Kombination nicht ausreichend gesenkt werden kann. Es fehlen Studien, die zeigen, dass Folgeerkrankungen selten auftreten oder die Sterberate verringert wird. Und auch Gelbminoxidil mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, nur in ständiger Kombination mit einem Beta-Blocker und einem Diuretikum, wenn geeignete Einzelsubstanzen oder Kombinationen nicht ausreichend wirken oder nicht vertragen werden. Es fehlen Studien, die zeigen, dass Folgeerkrankungen seltener auftreten und die Sterberate verringert wird. Dihydralazin und Minoxidil sollen nur in Kombination mit einem Beta-Blocker und einem ausreichend stark wirkenden Diuretikum eingenommen werden, um Begleitwirkungen wie Flüssigkeitsansammlung und hohe Herzfrequenz aufzuzeigen. Wegen der schlechten Verträglichkeit ist ihr Einsatz nur angemessen, wenn Standardmedikamente nicht ausreichend wirksam waren. Zudem ist nicht nachgewiesen, dass die gefäßerweiternden Mittel allein ausreichend vor den Folgen des hohen Blutdrucks schützen. So, der nächste Fall zeigt auf Alpha-2-Agonisten. In grün und in gelb. Methyldopa, geeignet bei hohem Blutdruck in der Schwangerschaft. Bei Bluthochdruck in der Schwangerschaft gilt Methyldopa als ein Mittel der Wahl. Mit ihm liegen die meisten Erfahrungen vor. Es zeigt keine unerwünschten Wirkungen auf das Ungeborene und rund um die Geburt treten seltener Hochdruckrisiken auf. Hochdruckkrisen auf. Auch die Rate der Fehlgeburten ist deutlich vermindert. Clonidin mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck, nur anzuwenden in Kombination mit anderen Mitteln, vor allem Diuretika. Für eine Monotherapie stehen verträgliche Alternativen zur Verfügung. In Langzeitstudien konnte belegt werden, dass Clonidin zusammen mit anderen Blutdrucksenkern, in Klammern vor allem Diuretika, die Lebenserwartung von Patienten mit hohem Blutdruck erhöht. Dass dies auch mit Clonidin allein gelingt, ist nicht belegt. Zudem gibt es verträglichere Wirkstoffe. Moxonidin mit Einschränkung geeignet bei hohem Blutdruck, nur anzuwenden in Kombination mit anderen Mitteln, in Klammern vor allem Diuretika. Es fehlen Studien, die einen Langzeitnutzen zeigen. Bei Moxonidin ist unklar, ob es die Folgeerkrankungen des hohen Blutdrucks verzögert oder verhindern kann. Das Mittel soll nur in Kombination mit anderen Mitteln, vor allem Diuretika, eingesetzt werden. So, und jetzt der letzte Fall auf Alpha-1-Rezeptorenblocker. Doxazosin Urapadil mit Einschränkung geeignet bei Männern mit einer vergrößerten Prostata, wenn keine Herzkrankheiten vorliegen. Wenig geeignet bei hohem Blutdruck als alleiniges Mittel oder in Kombination mit einem weiteren Blutdrucksenker, weil unter der Therapie Komplikationen am Herzen, in Klammern Herzschwäche, auftreten können. Doxazosin und Urapidil sind mit Einschränkungen zu empfehlen, wenn bei Männern eine vergrößerte Prostata. Doxazosin und Urapidil sind mit Einschränkungen zu empfehlen, wenn bei Männern mit einer vergrößerten Prostata der Blutdruck gesenkt werden soll. Bei Ihnen kann das Mittel zusätzliche Beschwerden beim Wasserlassen positiv beeinflussen. Bei allen anderen Personen sind diese Mittel hingegen wenig geeignet. Weil während der Behandlung im Vergleich zu geeigneten Wirkstoffen häufiger eine Herzschwäche auftrat.
So. Mit der nächsten Folge endet dann das Buch. Die lese ich morgen. Tschüss.